Im Radio haben wir alle, habe ich das, die Durchsage erlebt, dass etwas Unwahrscheinliches passiert ist. Es wird Stacheldraht gespannt, das Brandenburger Tor ist geschlossen und die ganze Sektorengrenze wird zugemacht. Unglaublich, gleich hingefahren. Bin gleich hingefahren, damals mit meiner Verlobten, hieß Inge. Sind wir hingefahren zum Brandenburger Tor. Und da waren Kampfgruppen der Nationalen Volksarmee, die da Stacheldraht, große Rollen Stacheldraht wurden abgeladen von den LKWs. Und da wurde überall Stacheldraht entlang vor dem Brandenburger Tor genau ausgemessen, wo der Westsektor beginnt und wo der Ostsektor aufhört oder eben auch beginnt. Da lang gezogen und es war höchste Strenge, keiner konnte mehr durch. Und sie liefen rum mit dem Gewehr im Anschlag, die dann wiederum auch die dort drahtspannenden Menschen, Diensttuenden bewachten, dass die nicht noch auf die Idee kommen und türmen. Hat ja stattgefunden, aber die wurden auch mit dem Gewehr bewacht, hätte jederzeit geschossen werden können und wurde ja auch geschossen, am Brandenburger Tor erlebt. An der besonderen, an dieser dramatischen Stelle, wo das West-Berlin aufhört und das Ost-Berlin anfängt. Brandenburger Tor, Askanische Platz drüben. Das habe ich da erlebt, bin aber auch, und das war ja hochinteressant, zur Bernauer Straße gefahren, die ja weltweit bekannt war. Da stand, das war der französische Sektor, da stehen die Häuser, waren noch sowjetischer Sektor, damals sowjetischer Sektor. Und der Bürgersteig, der im rechten Winkel, genau an der Wand des Hauses im sowjetischen Sektor endet, war schon französischer Sektor. Da standen wir, da konnten wir stehen. Und Feuerwehr war aufgefahren mit Sprungtüchern und wir riefen da und springt doch, die standen in den Fenstern noch und keiner traute sich so recht. Und man wollte ja auch nicht alles, man wusste ja nicht, was passiert. Die Bürger. Das war wahnsinnig. Ich konnte nichts mitnehmen. Ja, höchstens eine Handtasche sprang auch viele runter ins Sprungtuch. Aber was alles hinterlassen, alles zurücklassen, das ganze, die Wohnung, das ganze Hab und Gut, das ist schon eine sehr schwere und furchtbare Entscheidung gewesen, habe ich da erlebt. Wie sie raussprangen und wie die Menschen da auch riefen, springt doch auch. Ich war einer von denen, wir immer dann im Chor gerufen, springt doch, habt Mut. Aber leichter gesagt als getan. Das habe ich da live erlebt. Später wurden ja die Fenster zugemauert im Laufe der Jahre und dann wurden ja die Häuser auch abgerissen. Und da wurde dann ja auch die Mauer gebaut, Bernauer Straße komplett entlang. Westfranzösischer Sektor endet, sowjetischer Sektor beginnt. Da steht die Mauer. Heute ja auch noch ein Denkmal, sieht man auch die Schandmauer.